Hey yo und willkommen zurück zu Franbo. Die letzte Folge war ja ein bisschen her. Ja, ich weiß, das sage ich jedes Mal. Das liegt daran an Uni und wenig Zeit und so weiter. Und dann muss ich erst noch Game of Thrones fertig machen. Das hatte für mich mehr Priorität, ehrlich gesagt. Aber jetzt kann ich mich vollkommen auf Franbo fokussieren und wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hört, dann ist das meine Waschmaschine, die am Durchdrehen ist. So, wir müssen in das Haus rein. Ich muss das Haus der... das muss das Haus der Ameise sein, ja. Boah, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung mehr, wie hier was funktioniert. Probieren wir einfach mal, die Axt zu benutzen. Okay. Oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt... Ich glaube, da stand irgendwas von wegen, dass man rein kann. Hat Türgriff und große Probleme in den Griff zu kriegen. Alles klar. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Gemütlich, gemütlich. Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Die Fleischkönige. Okay. Wow, Ameisenkönigin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hm, Zeit für Tee. Was ist das? Unterhosen? Was für eine gemütliche kleine Lampe. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Juhu. Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Ich habe schon ein Stück Fleisch. Ich fasse das nicht mehr an. Okay, okay. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. In der Schüssel ist Wasser. Boah, meine Waschmaschine geht gerade heftig ab, ey. Ich hoffe, das hört man nicht. Boah, wie geil. Ich nehme diese Tasche nicht mit all den Ameisen drauf. Oh mein Gott, ein Kammerjäger und er ist tot. Ist hier sonst irgendwas? Entschuldigung, sie haben tonnenweiße Ameisen auf sich. Ich glaube, das hat er noch nicht gemerkt, aber ich glaube, sie versuchen, ihre Tasche zu stehlen. Ihr kleinen Kreaturen, fresst mich bitte nicht. Jetzt kann ich die Tasche nehmen. Untersuchen. Auf der Tasche ist ein Antikäferzeichen. Die Tasche ist offen. Dann schau doch in die Tasche rein. Okay, dann schaue nicht in die Tasche rein. Okay. Ach so. Oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Kammerjäger. John Flomet. Und da ist eine Nummer. Der Text ist fast verschwunden. Darauf steht Kammerjäger. Arme kleine Monster. Die Käfer sieht echt wütend aus. Der Text ist fast verschwunden. Ja, okay. Ich glaube, benutzen müssen wir die jetzt nicht. Untersuchen. Eine Rattenfalle. Ich muss aufpassen, dass ich mir nichts einklemme. Hätte ja sein können. Okay, wir haben Kleber, Stift, Türgriff, Axt, Holz, Rattenfalle und eine Visitenkarte. Okay. Dann würde ich sagen, warum sind wir eigentlich nochmal ins Haus? Wollte der Ameisentypi nicht irgendwas von uns? Heißt das, dass
die große Ameise nackt war. Denn was ist das? Unterhosen? Ich hab... Boah, okay. Wer war das? Ist hier noch irgendwas? Bibi, schau voran, ich bin in Gefahr. Kann ich den nicht irgendwie holen oder so? Wahrscheinlich nicht. Ich wüsste nicht wie. Das versuche ich sicher nicht. Vielleicht Kleber. Na gut. Geh jetzt, geh. Kann ich irgendwie nicht irgendwie... Okay, okay. Boah. Ich muss mal kurz Nase putzen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hasse es, krank zu sein. Waren wir da unten schon? Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. Ja, okay. Eingang hier. Oh Gott, ich habe fast keine Erinnerung mehr an das letzte Mal. Ich muss erstmal verstehen, was ich denn überhaupt machen muss. Ich habe gerade keine Ahnung, was überhaupt meine Aufgabe ist. Oh, hast du ihn schon gefunden? Den wunderschönen Kamm? Ich habe den Dieb nicht gefunden. Ich habe keinen Dieb gefunden. Nun, einige Dinge können nicht gefunden werden, weil sie dich finden müssen. Ich kann nicht warten. Oh, ich verstehe, aber ich kann nicht warten, bis das geschieht. Wir dachten, du suchst doch deine Katze. Stimmt das nicht? Komm. War da nicht irgendwie in einem Haus eine Bürste oder so? Also die wollten einen Kamm. Da war ja irgendeine Bürste oder so. Wie kriege ich denn die Katze überhaupt da aus dem Wasser? Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Kann ich die irgendwie säubern? So mit Kleber oder so? Nee. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Nee, hier unten kann ich absolut nichts mehr machen. Ich frage mich, das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Oh, was haben wir denn hier? Wow, du bist sehr roh. Frau Kiefernzapfen, was kochst du? Hey, du siehst böse aus. Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Okay, wenn ich den runterhaut, dann kommt die hin. Und wenn ich das mache, dann piekst du mir. Aha! Ich hab dich, tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Aha!
Ja, ich hab sie. Sie riechen lecker. Und was brauche ich jetzt die... Wozu brauche ich jetzt die Bären? Oh, sie haben die Tür verschlossen. Ich hab... Bären. Und was brauche ich die Bären jetzt? Vielleicht kann ich dem... Hast du das Käferschwein schon getötet? Ich rieche frisches Fleisch. Midnight, warte, stimmt nicht. Ja, okay. Jetzt habe ich ihm die Bären gegeben und jetzt? Oh. Oh. Okay. Ich habe das arme Käferschwein gekillt. Was? Du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame, du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Aber wo ist Mr. Midnight? Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze, meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Du scheinst oft in Schwierigkeiten zu geraten. Warte, vielleicht ist er ja meine Katze. Oh, meine Dame, wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Okay. Hier sind wir. Wow, ernsthaft. 2 Meter einfach nach links gegangen. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Es sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach, ich bin hier. Ja, wenn es hier war, dann werden die wahrscheinlich in den Brunnen gegangen sein. Ratte, wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Wenn das hier war, ich denke mal, dass es der Brunnen sein wird. Tut mir sehr leid, Käferschwein. Ich wünschte, ich hätte dich nicht getötet. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke, jetzt essen wir. Ich kann nicht, nur damit du es weißt. Im Käferschwein war eine keine Katze, nur eine Ratte. Oh, eine Ratte. Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du. Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Er schläft. Gut für ihn. Gute Nacht. Okay, ich habe immer noch die Karte. Das. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm. Der glänzende, schöne Kamm. Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Ach, du Schande. Irgendwie ein bisschen creepy, aber auch ein bisschen süß. Danke, meine Dame, du bist sehr nett. Ja, jetzt habe ich den Kamm. Geht doch. Jetzt kann ich den Kamm diesem Baum geben. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Oh Gott, das sieht echt creepy aus. Ach du, Fran.
Der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Ich habe den Schlüssel. Hätte ja sein können. Na gut. Kann ich vielleicht mit dem Schlüssel den Brunnen aufschließen? Wäre ja auch einfacher. Irgendeine Idee, wie ich mein Kätzchen finden kann? Kommt darauf an, kleine Dame. Hast du dich schon genug umgesehen, um ihn zu finden? Kennst du die Person, die meine Katze mitgenommen hat? Oh, meine Liebe. Kleine Lady, ich wünschte, ich könnte helfen. Aber die, die deine Katze nahmen, sahen aus wie aus einer anderen Welt. Vielleicht hatten sie ein Portal, oder das sonst niemand sehen kann, wer weiß. Ein Portal? Was ist ein Portal? Ein Portal, kleine Dame, ist wie eine normale Tür, glaube ich. Verstehe, danke, Ratte, tschüss. Mehr hast du nicht zu sagen? Natürlich, aber alles, aber scheinbar läuft alles schief, was ich, was? Läuft alles, was ich mache, schief, heieiei. Oh, meine liebe kleine Lady, ich wünschte, ich könnte helfen. Ja, Portal. Nee. Das muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Wer hätte gedacht, hier drin ist kein Loch. Ja, das ist halt die Frage. Irgendwas, wo ich mit einem Schlüssel aufmachen kann. Hier wahrscheinlich auch nicht. Was habe ich übersehen? Zurück kann ich auch nicht. Nee. Nee, ich muss hier irgendwas machen können. Okay, ich habe den Schlüssel. Meine Vermutung ist immer noch, dass ich irgendwas mit dem Brunnen machen muss. Aber die Frage ist, was? Ich habe die Karte, ich habe Schlüssel, ich habe Kleber, ich habe Wachsmalkreiden, einen Türknauf und ein Brett. Und die Ratte kann mir gerade auch nicht helfen. Vielleicht irgendwas kombinieren. Aber ich wüsste nicht, was. Goldene Schlüssel aus dem Baum. Ich kann nicht tun, ja. Vielleicht hätte ich ja fragen können, was es damit auf sich hat. Na, ich würde sagen, wir beenden die Folge für hier. Und das nächste Mal lösen wir dann hoffentlich das Mysterium um diesen seltsamen Brunnen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.